Es gibt leider, leider Gottes viele, viele, viele Eltern, die denken, dass wenn sie ihren Kindern, kleine Kinder, nach der Schule, nach dem Kindergarten, da und dort einen Kipferl oder ein Croissant reinstecken oder irgendein Laugenstangerl oder ein Kornspitz, diversen Bäckereien, die nicht koscher sind, ist das nicht schlimm. Wenn du es ihnen sagst, wenn du sie zurechtfährst, wenn du sagst, liebe Mutter, teure Mutter, warum machst du das? Warum schätzt du nicht? Es schadet ja die Seele des Jungens. Wir haben das ja gelernt, dass wenn Kinder in eine schlechte Erziehung reinkommen, obwohl du sie gut erzogen hast, dann kommt es davon, weil du dem Kind verbotene Sachen zum Essen gegeben hast. Weil die Seele sich dadurch mit unreine Schichten bedecken lässt. Das heißt, egal was du ihm dann sagst, was richtig oder falsch ist, er wird machen, was er denkt. Er wird nicht machen, was du sagst. Warum? Er ist vollgetränkt und vollgepumpt worden mit der Unreine des unkoscheren Essens. Gerade, nicht auch, gerade wenn es nur Teig ist, wenn es nur ein Kipferl oder wenn es nur ein Croissant oder wenn es nur ein Kornspitz ist, das nicht koscher ist. Es ist sowas von wichtig, wo habe ich das gelernt, Moshe Rabbeinu? Dass Erziehung beginnt von klein auf. Das wissen alle. Natürlich, was glauben Sie, ich erziehe meine Kinder nicht von klein auf. Natürlich wissen wir das. Aber wie schaut es mit koscherem Essen aus? Und das sagt die Torah.